Auch mal solide. Gerade MI6-Datenserver gehackt. Erstmal dann direkt weiterfahren. Zum nächsten Treffen. Warum nicht? Busy, Alter. Busy. Das klingt wirklich wie ein aufgemöbelter Rasenmäher. Was man immer so festhalten kann, ja? Ist das schrecklich. Alter. Damit hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Watch Dogs Legion auf dem PC, Folge 33. Wir wollen den Datenserver des MI6 hacken, warum auch nicht. Und wir brauchen Cams im Inneren. Da unten ist ein Server. Da sind wir ja schon. Okay, wir müssen hin. Geht nicht anders. Wir sind überall Wachen. Da unten ist noch was anderes. Du hast einen Schlüssel? Ach, den kann ich sogar runterladen. Na, dann gib mir doch mal den Key. Wenn du da schon rumstehst. Nein! Oh, du Wichsgesicht. Gibt's doch jetzt nicht. Nein, du Wichsgesicht. Komisch. Für den Key. Ja, wie? Ich kann den Key jetzt nicht mehr fertig runterladen. Jetzt mega belastend, einfach nur. Nur belastend. Ja, wie komme ich denn hier rein? Ach, das gibt's doch nicht. Das gibt es doch jetzt hier nicht. Ja, hier gibt's keinen Eingang. Ist ja wieder toll. Oh, hier gibt's noch. Ja, ich meine, warum nicht? Also ich meine, aufgrund schneller Ausweitung, das ist... Ich finde es wird noch interessant. Ob das wirklich so interessant ist. Ich glaube ja eher, dass wir hier ein mehr Hallo. Nicht gerade beeindruckend, muss ich sagen. Ich habe mit mehr Leuten gerechnet. Da ist der Datenserver. Verbinde Bagley und wir kümmern uns darum. Okay, verstanden. Auch wieder mega beeindruckend. Oh. Schnelles Missionsupdate. Oh. Aber versprich mir, dass du nicht sauer wirst. Spar dir das, Bagley. Ah, shit. Tja. Da du mir nichts versprochen hast, kann ich dir keine Details nennen. Nur so viel. Da sind scheiß viele Albion-Schläger unterwegs zu dir. Okay, ja. Thank you.
Unmöglich. Unmöglich. Wie denn? Bitte. Wie denn? Hat leider jemandem eine unfreiwillige Auszeit verordnet. Also bist du jetzt dran. Ich halb so wild. Na los, gehen wir. Keine Eingänge, du Wichser. Ja, Alter. Ach komm, nein. Nicht sowas. So, da sind wir noch im schleunigen Handumdrehen wieder unten. Suchen wir den Wichser. Was ist hier? Drohne, Suche initiieren. Ja, ist auch nicht schlecht. So. Da ist der Datenserver. Drei Leute weniger, würde ich sagen. Wir kümmern uns darum. Super. Schnelles Missionsupdate. Aber versprich mir, dass du nicht sauer wirst. Bagley, lass den Scheiß. Raus damit. Tja, da du mir nichts versprochen hast, kann ich dir keine Details nennen. Nur so viel. Da sind scheiß viele Albion-Schläger unterwegs zu dir. Ah! So, nochmal. Gut, Money. Ah, Digga, jetzt sind es viel weniger. Ist erledigt. Heilige Scheiße. Ich bin echt froh, dass wir auf derselben Seite stehen. Gute Arbeit. Und jetzt weg da. Wir melden uns, wenn wir etwas haben. Sehr, sehr gerne. Den gleichen Weg, also, na dann. Können wir aber machen. Alles, das soll ein MI6-Gebäude sein. Hätte man sich vielleicht schwieriger vorstellen können. Sieh dir das an, dein Plan hat funktioniert. In Emmanschalls Organisation ruft es lauter als in einem Wespennest. Das ging schnell. Eventuell habe ich allen in Schalls inneren Kreis Aufnahmen von deiner kleinen MI6-Aktion geschickt, um das Ganze etwas zu beschleunigen. Ist das sicher? Nein, nicht wirklich. Aber du bist ein gewalttätiger Rebell, der in einer bunten Maske rumrennt, Söldner vermöbelt, geheime Informationen stiehlt und durch Straßencafés fährt. Definiere sicher. Auch wieder wahr. Wie ist der Plan? Eine kleine Gruppe trifft sich mit Emma Child in einem Parkhaus. Sie haben die Überwachungskameras abgeschaltet, aber wenn du mich mit dem CTOS-Hub des Gebäudes verbindest, kann ich sie wieder einschalten, weil ich nämlich clever bin. Dann wird das so gemacht.
Person in Ihrem Bereich. Greifen an, falls nötig. So, da sollen wir hin. Alles klar, können wir machen. Keine Spur der Zielperson. Ende. Ja, das ist doch schön, ne? Das soll auch so bleiben. Ciao! So, wir spionieren das Geheimtreffen aus. Auch mal solide. Gerade MI6-Datenserver gehackt. Erstmal dann direkt weiterfahren. Zum nächsten Treffen. Warum nicht? Busy, Alter. Busy. Das klingt wirklich wie ein aufgemöbelter Rasenmäher. Was man immer so festhalten kann, ja? Ist das schrecklich. Alter. Zur Erinnerung, das ist das Parkhaus, in dem sich Emma Child mit ihrem innersten Kreis trifft. Malik bittet darum, dass du erst sicherstellst, dass sie wirklich hinter Zero Day steckt, bevor wir etwas unternehmen. Also versuch das Kamerasystem zu hacken, damit wir was von dem Meeting sehen. Eins nach dem anderen, ja? Oh, das ist da. Okay, also. Hast du einen Schlüssel? Hast du einen Schlüssel? Nein, du hast keinen. Lass. Was ist denn hier der Scheiß? Da ist der Schlüssel. Aha. Trotzdem. Fuck. Easy, Digga. Easy Play. Und rein da. Das kann kein Zufall sein. Er verschwindet und unser Server wird angegriffen? Richard Malik steckt dahinter. Ich habe ein paar Auftragskiller auf Abruf, Mrs. Child. Malik ist tot, sobald er auftaucht. Was heißt hier, sobald er auftaucht? Haben wir etwa noch gar nichts? Ja, Ma'am. Er ist sozusagen verschwunden. Er war weder bei der Arbeit noch zu Hause und hat nicht mit Karte bezahlt. Natürlich nicht. Er ist ja kein Idiot. Er kennt unsere Mittel. Wir können uns nicht auf Filament verlassen. Wir müssen unsere Augen und Ohren benutzen. Er könnte London verlassen haben. Sich auf dem Land verstecken. Stinken deshalb all diese Ausreden nach Scheiße? Wir haben eine Theorie, die das stützt. Wir glauben, dass Malik mit DedSec Kontakt hat. Vielleicht versteckt er sich dort. Er behandelt London wie Feindgebiet. Und er hat sich mit den lokalen Aufständischen zusammengetan. Also, wir werden Folgendes tun. Setzt alle Ressourcen auf die DedSec-Akte an. Wenn wir lange genug an diesem Baum rütteln, wird Malik irgendwann herunterfallen. Macht eure Scheißarbeit. Geht ein paar Terroristen töten. Nicht übel, nicht übel. Der Look gefällt mir. Tja, Mama sagte immer, ich solle auf mein Erscheinungsbild stolz sein. Okay. Komme. Na, wenn es weiter nichts ist. Ja, also so freundlich ist sie dann jedenfalls nicht. Nee. Ich hab auf so einen Mist gar keinen Bock, ne? Machen einfach keinen Fun. Oh.
Ist ja auch noch ein Ausgang. Ist ja interessant. Bagley, Malik, jetzt. Er antwortet nicht. Scheiße, ich gehe trotzdem. Shit, du hast recht. Los, das ist vielleicht unsere einzige Chance. So, Folge Emma Childs Fahrzeug. Eine gesicherte Optikverbindung zum Innenminister aufgebaut. Wenn du unseren Namen wirklich reinwaschen willst, was die Anschläge angeht, ist das vielleicht die Chance, Beweise zu sammeln. Nähere dich dem Auto, dann hacke ich mich rein. Ich schalte dich in Emma Childs Kommunikation. Fahr einfach normal weiter. Hier Director Child. Kilo Alpha Kilo 711. Code und Stimmerkennung bestätigt. Sie sind in einer sicheren Leitung zum Innenministerium, Director. Moment, Herr Minister. Es gibt eine Kommunikationsanomalie. Vermutlich nichts, aber wechseln wir besser den Kanal. Oh, wie nervig. Bleib in der Nähe. Ich versuche, sie wieder zu kriegen. Tja, das hat sie sicher gemerkt. Los, hinterher, bevor sie entkommt. Wir weisen weitere Ressourcen der DedSec-Akte zu. Mr. Secretary, ich wollte das direkt besprechen, da es gerade diesen Vorfall mit Ihrer Kontaktperson beim Geheimdienst gab. Oh, oh Gott. Sie glauben, das war DedSec? Ich dachte, das hätten wir Ihrem Problemkind zugeschrieben, diesem, Malik, nicht wahr? Ja, das ist der heikle Punkt, Mr. Secretary. Es gibt neue Beweise, dass Malik für DedSec arbeiten könnte. Heilige Scheiße, Emma. Das ist eine Katastrophe. Es ist unter Kontrolle. Oh, shit. Tut mir leid, Tom. Wir müssen wieder die Kanäle wechseln. Einen Moment. Oh, anscheinend geht diese Verschwörung bis ganz nach oben. Oder zumindest fast. Bleib in der Nähe. Wir haben es gleich. Okay. Ja, machen wir einfach. Fahren wir einfach. So viel Gas scheint es ja nicht zu geben. Von denen sich gerade in das Kommunikationssystem meines Autos hackt. Daher kommen diese Anomalien. Sie erzählen das verdächtig ruhig. Ich bin keine Anfängerin, Tom. Ich bin nicht im Auto. Das ist ein Köder. Aber es verfügt über eine aktive Funkbarke, die Albion in diesem Augenblick anfordert. In einer Stunde habe ich einen von denen in Gewahrsam. Diesmal habe ich die Verbindung getrennt. Beeil dich lieber. Bringe dich in Sicherheit, hä? Interessant. Hier ist Malik für dich. Ich tauche unter. Ich kann den direkten Kontakt nicht mehr riskieren. Jetzt bleib mal dran. Hast du ihr zugehört? Sie will dich umbringen. Sie führt Zero Day an. Sei kein Idiot. Ich habe sie gehört. Sie weiß, dass ich mit euch zusammenarbeite. Also ist sie näher dran, als ich dachte. Tut mir leid, aber wir haben keine Zeit mehr. Auf Wiedersehen. Jagd auf Zero Day abgeschlossen. Eindeutige Beweise. Scheiß auf ihn. Wir wissen jetzt, wer hinter Zero Day steckt und brauchen ihn nicht. Wir müssen sie nur noch finden. Wie es der Zufall will, habe ich bei meinem Rendezvous mit dem MI6-Server eine Liste von SIRS-Verstecken in der ganzen Stadt gefunden. Das sind allerdings einige. Kein Problem. Wir wissen, wer ihre Leute sind, also vergleiche ihre GPS-Daten mit der Versteckliste. Mal sehen, wo sie sich versammeln. Brillant. Ordne sie nach der Wahrscheinlichkeit, Bergs. Holen wir uns diese Schlampe. Untersuche das Stage. Okay. Oh, und es ist wieder auf der anderen Seite der Stadt. Nice. Wieder ein bisschen fahren, Freunde. Und wenn wir angekommen sind, ist die Folge auch schon wieder zu Ende. Dann verschieben wir die Untersuchung wieder mal auf die... Ich habe eine potenzielle Rekrutin für dich. Ich schicke dir ihren Standort. Treue Schneiderin. Okay. Ja, warum nicht?
Boah, fahren wir auf jeden Fall noch. Weg. Einfach weg. 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 Verschwinden Sie einfach vor meiner Latichte. Ciao. Ihr macht mir alle Platz. Gefällt mir. Ups, was machst du denn da? Und du auch, Bus. Immer noch 1000 Meter, ja, ja, ja. Kürzen wir ab. Da ist sogar jemand. Was, wer bist du? Den müssen wir haben. Den müssen wir haben. Hab nichts gesehen. Ich schwöre. Ich bin nicht, für wen du mich hältst. Wirklich. Du gehörst nicht zu Albion. Meine Güte. Sorry. Ganz ruhig. Sag mir einfach, wo das Problem liegt. Vielleicht können wir helfen. Ich habe was gesehen, was ich nicht sehen sollte. Ich habe illegale Kunst gemacht und Albion kam auf mich zu. Ich dachte, sie sind hinter mir her und habe mich versteckt. Aber sie zogen diese gefesselten Demonstranten in eine Gasse und verprügelten sie. Ach, scheiße. Da waren überall Überwachungskameras. Die haben mich gefilmt, ich weiß es. Wenn die Mörder mich in der Aufnahme sehen, holen die mich. Zeugen beseitigen, wenn du weißt, was ich meine. Könntet ihr das Video beseitigen, bevor sie es finden? Ich würde euch mein Leben verdanken. Okay, wir kümmern uns drum. Sehr gut. Rekrutiere Neil McNeish. Das machen wir dann direkt. Nach dieser Mission würde ich sagen, weil die Waffen sind schon ziemlich, ziemlich nice. Und werden uns sicherlich gute weiterhelfen. Jetzt fahren wir aber erstmal nochmal hier zur Mission und dann ist es ja erstmal die heutige Folge schon wieder geschehen. Zeit geht aber auch schnell um, wirklich. Gerade wenn es richtig Spaß macht und man einfach richtig drin ist. Einfach schön. Oh. Zack, sind wir da. Freunde, nächste Folge geht's hier weiter. Vielen Dank euch wieder fürs Zuschauen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.